Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Opas virtuellen Weltreisen. Ich gucke jetzt schon mal so ein bisschen auf die Karte hier, wenn ich die Augen ein wenig verdrehe. Ich möchte euch heute in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten entführen, hier sozusagen. So, dann schauen wir mal, wo wir da hingehen. Ich werde einfach mal jetzt hier mich runterfallen lassen. Hier auf diesen Hauptplatz. Zack. So. Bangkok Crossing hier. Bangkok Crossing. Thai Restaurant. Da sind wir ja gerade richtig. Schauen wir mal, was wir da so finden können. Bangkok Crossing temporary closed, ja, natürlich haben die auch immer mal wieder zu, das ist völlig klar. So, dann gehen wir gleich am Anfang mal essen. Was gibt's denn da so? So, das sieht jetzt, naja, das ist jetzt nicht so unbedingt Thai, aber das hier sieht dann schon so aus. So, wir sprossen da drunter. Naja, da ist irgendwie... Sieht aus wie gebratene Nudeln, oder was? So, hier haben wir gebratenen Reis. Ja. Mit bisschen Brokkoli. Eine Suppe. Und was sind das? Auch Nudeln. Ja, oder? Sieht alles jetzt nicht so lecker aus, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt für den amerikanischen Geschmack. Die Frühlingsrolle, das ist okay, ne? Und das hier. Ja, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. So am Fernseher hier, sag ich mal, den... Das kann man ja noch nicht am Computer machen hier, ne? Okay, gehen wir da mal rein wieder in diese, in Street View. So. Und gucken wir uns jetzt mal hier Street View aber richtig an. Gehen wir mal hier rein. So, Detroit ist das hier. Falls ihr das noch nicht rausgefunden habe, Detroit in Michigan, USA, direkt an der Grenze zu Kanada. Der Name ist so ein bisschen französisch von Detroit. Detroit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine französische Gründung ist. Ich werde das mal noch recherchieren und euch dann mitteilen. Hier gibt es also ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel. Das ist einmal so eine Hochbahn, die hier lang fährt, die gibt es schon länger und relativ neu ist hier die Straßenbahn, die man hier gebaut hat. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Weg hier raus eine Bahn sehen. Doch, da ist sie, da ist eine Bahn. Sieht also ganz modern aus. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie weg. So, sieht also ganz modern aus eigentlich. Ups, da steht einer davor. Die Q-Line. Was auch immer das bedeuten soll. Warum es Q-Line heißt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. So, Detroit ist ja, das gehört ja zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann also der Tellerwäscher Millionär werden, sagt man. Da kann aber auch der Millionär zum Tellerwäscher werden, wenn man in eine falsche Richtung dann baut. Ja, Detroit ist ja die Stadt, die bekannt ist für ihre Autoindustrie. Und die Autoindustrie hat ja dann mal irgendwann eine große Krise erlebt. Und dann, ja, habe ich ein Video gesehen auf YouTube. Welche Straße war das denn jetzt hier? Da muss ich immer ein bisschen größer machen. Das war, dass wir dann da auch hinkommen.
weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ich glaube hier irgendwo nicht. Kann das sein? Oder was hier? Ja, wir werden auf jeden Fall da schon mal hin. Ich glaube, hier war das Family. Da war irgendeine Feuerwehr. Aber ist egal. Wir gehen erstmal hier hin. Ganz einfach. Also hier von der neuen Straßenbahn gehen wir jetzt mal einfach mal hier hin und gucken uns das hier an. Und jetzt muss ich wieder kleiner machen. So, da sind wir also jetzt in einem Bereich, und das ist doch ziemlich erschreckend, finde ich. Das war früher mal wahrscheinlich ein ganz normales Wohngebiet. Und jetzt hat man halt hier noch so ein paar Häuser rumstehen, die so langsam verfallen. Viele sind schon, also die Grundstücke waren nie so groß, ja. Da waren auch noch Häuser dazwischen, bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt kann man hier mal gucken. Es kann also 10 Jahre zurückgehen auf 2009. Da sieht man zum Beispiel hier, wie da noch Gardinen hängen. Und im Jahr 2019 ist es zugemauert. Ja, wahrscheinlich hat hier bei den Gardinen, so wie es aussieht, na, man weiß nicht, ob da noch jemand gewohnt hat. Sieht jetzt nicht so aus. Hier sieht es noch so aus. Da wohnt noch jemand. Gucken wir mal hier hin. Das ist alles verfallen. Ja, und dann hast du hier noch richtige Straßenzüge, wie wild. Also guckt euch das an hier unten links, wie viele Straßen da sind. Ja, und warum eigentlich? Und jetzt gehen wir also auf 2000 und 21 ist das weg, das Haus. Hier war also dieses, ja, wann haben sie es abgerissen? 2018 war es noch da. Ist aber dann schon immer mehr verfallen. Und irgendwann wird es dann natürlich auch zur Gefahr für Leute, die da vorbeigehen. Wenn man auf 2009. Da war es ja noch ziemlich, naja, zwölf, ja. Ob es da mal gebrannt hat da drin, weiß ich nicht. 2013 war auch noch ganz okay, jetzt aber 2018 ist dann schon ziemlich, vielleicht haben sie schon mit dem Abriss begonnen oder die Mauer ist eingestürzt. Ich könnte mir also vorstellen, dass das, weil das hier unten alles so rumliegt, wenn ich mir das vorher angucke, war da nichts. Da wird, sagt der Detektiv, da wird die Mauer eingestürzt sein, die Außenmauer, und dann ist also innen die Verschalung und was weiß ich noch da. 2019 kommt dann der Bagger und sie sind alles am Abtransportieren. Und inzwischen ist es dann eine Grünfläche. Wunderbar. Und hier sind überhaupt nur noch Grünflächen in der Straße. Da wohnt gar keiner mehr. Und glaubt es mir oder nicht, das wird auch bald abgerissen hier. Ja, da ist also auch die Mauer schon eingestürzt. Wenn ich mir das von 2009 angucke, guckt mal an. Da sieht das noch richtig proper aus, richtig ordentlich, obwohl auch schon bisschen zugemauert es aussieht. Da oben 2013 auch noch ganz nett, aber jetzt 2021, da ist hier oben das Dach schon eingebrochen, wie man sieht, ja, hier. Das ist also baufällig und das wird auch bald abgerissen. Da wette ich drum. Also. Und hier wohnt in dieser Straße, wie heißt sie? Wabosch, Wabasch.
Also, was ich im Video gesehen habe, war eine andere Straße. Die sieht ja noch schlimmer aus hier, muss ich ehrlich sagen. Also, hier wohnt ja gar keiner. So. Und wofür brauche ich hier so viel Straßen? Ja, die Amis haben ja immer so die Straßencarrés, das sieht man ja hier. Straßencarrés und ja. So, da kommt man jetzt hier in so eine Art Industriegebiet rein. Also ihr könnt natürlich gerne YouTube, Quatsch, Google Maps, Street View euch selber angucken. Geht mal irgendwo rum, zum Beispiel hier Wabash. Das war früher mal sicherlich eine sehr hübsche Wohngegend. Guck mal, hier ist auch wieder ein Haus, was es nicht mehr gibt. Und dieses Haus, gibt es das noch? Das gibt es noch. Ja. Das gibt es noch. Es gibt auch noch Leute, die hier wohnen. So, aber hier zum Beispiel, wo jetzt vorher das Haus war, 2009, auch schon zerfallen, hat man dann abgerissen. Die Straßen sind auch nicht mehr so ganz. Mal gucken, wie es denn jetzt mit 2021. Die Straßen werden noch renoviert sogar. Für wen eigentlich? Ja, es gibt noch die ganze Wasserversorgung. Hier sind Hydranten für die Feuerwehr. So, gehen wir mal hier rein. Hier scheinen noch Leute zu wohnen. Das ist dann natürlich auch so eine Sache. Ja, wer kauft? Diese Häuser sind auch nichts mehr wert. Wenn du die verkaufen willst, wer will denn da hinziehen? Würdet ihr da hinziehen wollen? Du weißt nicht, was für Leute hier. Amerika ist die Kriminalitätsrate sehr hoch, während wir in Japan sieht das ganz anders aus. Aber in Amerika ist die, ja, hier ist doch noch ganz nett, ja. Hier sind noch so ein paar Häuser geblieben und das sieht doch ganz hübsch aus eigentlich. Gut, da ist jetzt mal so eine Straßenzeile einigermaßen okay. Aber man sieht auch schon in dem einen oder anderen Haus, dass es ein bisschen am Zerfallen ist. Aber hier, das sieht doch noch sehr bewohnt aus. Gucken wir mal, wie sah das vor 10 Jahren aus? Sah das genauso aus? Die waren auch schon eher unbewohnt. Aber hier zum Beispiel diese paar Häuser hier. So eine kleine Nachbarschaft. Zwei, drei Häuser, wo alles noch ziemlich akkurat ist. Inzwischen, ja. Sind es noch zwei, wo ich sagen würde, na ja. Wobei bei diesem hier, das hat auch schon bessere Tage gesehen. Na, hier war noch alles prima, jetzt ist es auch eher zugewuchert. Da hat schon lange keiner mehr gemäht. Dieses Haus ist noch aktiv, da wohnen sie noch drin. Wird auch noch was auf die Straße gestellt. Bisschen Licht davor im Garten. Aber schon dieses Haus hier macht einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck. Also, das sind so die letzten Mohikaner hier, die noch einigermaßen ordentlich aussehen. Und sonst hast du hier weit und breit, sag ich mal, nichts. Ja. Und das war alles mal, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das alles mal, guckt euch das an, was da für Häuser gestanden haben. 2009. So, was steht da? Kann ich jetzt nicht entziffern. Irgendwelche Firmen auf jeden Fall. Telefonnummer. Und was ist da jetzt von übrig? Nichts mehr. Also Detroit ist eine und noch ein Stoppschild. Ne? Das Stoppschild funktioniert noch. Also Detroit ist eine sterbende Stadt. In manchen Bereichen.
Nicht überall, ja. Hier sind wir jetzt unter einem Eisenbahntunnel. Hier geht es also weiter mit der sterbenden Stadt. Hier sind ein paar Schulbusse. Ich meine, wenn man so einen Bus sieht, da weiß man genau, du bist irgendwo in den USA, nicht? Ja, uns das Buszentrum da. Also merkt euch Wabash. Vielleicht mache ich das auch als Titel. Wabash, Detroit. Wabash, die sterbende Straße. Das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Wabash, die sterbende Straße. So. Ist jetzt Hauptstraße und jetzt kommen wir dann schon da Richtung Stadtzentrum und in das ist ja das amerikanische Prinzip, du hast außen riesen Siedlungen, ja, mit flachen Gebäuden, du hast Industriegebiete mit flachen Gebäuden, wo du eigentlich zu Fuß gar nicht durch möchtest, und dann kommst du irgendwann in die Stadt. Was ist denn hier? Das ist eine Sporthalle. Mal gucken. Motor City. Ah ja, könnte ein Museum sein oder was auch immer. Ja, bekannt für Motoren, Autos, ja, Detroit. So, und dann kommen wir hier in die Innenstadt rein. Und das ist wieder typisch amerikanisch natürlich, auch Hochhäuser im Zentrum. Hoffentlich alles gut besucht und die Leute aktiv hier. Ja, man sieht es auch, ein bisschen mehr Verkehr. Hier sind wir wieder an der Hochbahn. Die Hochbahn sieht übrigens, kann ich da irgendwie so ein, tja, kann man da sich mal was angucken vielleicht hier. Wo waren wir jetzt? Im Times Square. Motor City. Am Times Square. Ja, hier ist ja doch, da ist das. So kann man sich da vielleicht mal so eine Hochbahn angucken. Das würde ich ja mal machen, um mal zu gucken hier, ob es da, nee, hier nicht. Ich würde mal gern so eine Hochbahn sehen hier. Avenue Station, habt ihr da Bilder dabei? Von der Hochbahn, nein. Geht sie denn jetzt lang hier durch? Hier ist sie wieder. Financial District. Auch nicht. Vielleicht muss ich da direkt mal dran langlaufen, dass ich mal doch einer von diesen Bahnöschen hier. Mich würde doch mal interessieren, wie das Ding aussieht. Geht da also quer durchs Zentrum durch. Vielleicht sehe ich ja noch in einer alten Aufnahme. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten müsst ihr mal selbst suchen. So, da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Ja, wir haben nichts. Vielleicht finde ich ja was. Also ich guck mal bei Wikipedia und weil mich das jetzt auch interessiert, dann blende ich euch vielleicht ein Foto ein von dieser Hochbahn hier. Ja, das war's aus Detroit. Hier ist ja wesentlich noch was los. Ja, hier sind noch Häuser. Ich meine, ob man das jetzt mag oder nicht. Detroit wäre für mich keine Stadt, wo ich gerne leben möchte. Das muss ich ehrlich sagen. Ich wünsche euch alles Gute.
Macht's gut, tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Opas virtuellen Weltreisen. Tschüss.